bald ist schon wieder Dezember und das heißt, es ist wieder Zeit für ein Adventskalender DIY. Hey Leute, ich bin Melissa und ich bastle meinem Freund und mir jedes Jahr im November einen komplett selbstgemachten Adventskalender, denn ich liebe es, Geld auszugeben und ich liebe es zu basteln. Ich habe super lange von meiner Mama immer total süße selbstgemachte Adventskalender bekommen, nur leider bin ich irgendwann zu alt dafür geworden. Mein Freund schenkt mir zwar auch immer den Adventskalender, aber nie einen mit Make-up, weil er meint, ich habe schon genug. Ich finde aber, dass ich noch lange nicht genug habe und wollte deshalb immer einen richtig coolen Beauty-Adventskalender haben. Aber ganz ehrlich, Leute, alle Beauty-Adventskalender, die man so im Internet kaufen kann, da gefällt mir mindestens die Hälfte der Produkte nicht. Ich würde die Hälfte der Produkte überhaupt gar nicht benutzen, weil sie vielleicht auch einfach nicht zu meinem Hautton passen oder mir einfach nicht stehen. Deshalb habe ich nämlich letztes Jahr entschieden, mir einfach jetzt jedes Jahr selber einen ultra geilen Beauty-Adventskalender selber zu basteln. Und zwar nur mit Produkten, die ich unbedingt haben möchte. Ich habe mir in den letzten Wochen super viele Make-up-Produkte online bestellt, die sind noch nicht da. Und heute gehen wir in die Stadt und besorgen den Rest der Make-up-Produkte und natürlich auch das Geschenkpapier und das ganze Zubehör, was ich für den Adventskalender brauche. Ich hoffe, dass die Sachen, die ich bestellt habe, überhaupt pünktlich ankommen, weil ganz ehrlich, ich kann einfach nicht anders, aber ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Und wir haben jetzt einfach schon die letzte Novemberwoche und ich habe noch nicht mal mit meinem Adventskalender angefangen. Fragt am besten gar nicht erst, wenn ich anfange, die Weihnachtsgeschenke zu organisieren. Wie auch immer, ich gehe jetzt in die Stadt, besorge noch alle restlichen Sachen, die ich für den Adventskalender brauche und ich nehme euch natürlich mit. So, jetzt gehe ich auf in die Stadt und ich bin schon echt gespannt, was ich alles so finden werde. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich gehe in ein Depot und in den Douglas und ganz ehrlich, ihr kennt es bestimmt auch, aber wenn ich in diese Läden gehe, dann komme ich immer mit fetten Einkaufstüten zurück, obwohl ich eigentlich nur ein oder zwei Sachen kaufen wollte. Also ich hoffe, dass ich nicht zu viel kaufen werde. Und es ist gerade Black Week, deshalb bin ich echt super gespannt, ob ich vielleicht ein paar coole Schnäppchen finde. Und ich nehme euch jetzt natürlich komplett bei allem mit. Ich gehe jetzt erstmal in den Depot, da will ich Geschenkpapier, Geschenkbänder und noch ein paar andere Sachen kaufen. Ich bin eigentlich gar nicht so der weihnachtliche Typ, aber bei der ganzen Weihnachtsdeko, die hier rumsteht, bekomme ich einfach richtig Lust, mein komplettes Zimmer weihnachtlich zu dekorieren. Am Eingang habe ich schon richtig schönes Geschenkpapier gefunden, aber ich bin dann nach oben gegangen, da gibt es nämlich richtig viel Geschenkpapier und auch Geschenkbänder, dass ich einen besseren Überblick habe. Letztes Jahr habe ich für meinen Adventskalender grünes Geschenkpapier genommen und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, deshalb wollte ich mir wieder grünes Geschenkpapier kaufen, aber das gab es irgendwie gar nicht. Jetzt habe ich gerade das blaue Geschenkpapier hier entdeckt und das gefällt mir wirklich sehr gut. Die cremefarbenen Geschenkpapiere gefallen mir auch sehr gut und mein Plan ist es, dass ich später jetzt alles mit diesen goldenen Geschenkbändern hier verziere. Ich nehme auf jeden Fall mal ein paar Geschenkbänder mit, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich am Ende brauche und ich hoffe, dass ich jetzt genug mitgenommen habe, weil sonst muss ich nämlich nochmal einkaufen gehen, worauf ich wirklich gar keine Lust habe. Ich brauche jetzt nur noch ein paar Geschenkanhänger, da gefallen mir die hier gut und dann noch eine Schnur, da will ich dann später alles dran aufhängen. Jetzt habe ich alles, was ich brauche und wir können zusammen zum Douglas gehen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so eine genaue Vorstellung von den Sachen, die ich gerne mitnehmen würde. Und deshalb ist mein Plan, jetzt einfach mal durchzustöbern und zu schauen, was mich so anspricht. Meine Schwäche sind auf jeden Fall Lippenprodukte und ich habe schon im Gefühl, dass ich später meinen halben Einkaufskorb voller Lippenprodukte habe. Ich mag aber auch Augen-Make-up total gerne und deshalb will ich auf jeden Fall ein paar Lidschattenpaletten mitnehmen. Ich habe ja auch so richtig coole Pinselsets bei Morphe gefunden, aber ich will wenn dann gescheite Pinsel und die sind relativ teuer, deshalb gucke ich erstmal, was ich alles noch so finde und entscheide dann später. Ich habe mich gerade richtig in diese Paletten hier verliebt. Die Farben sind einfach perfekt, weil man kann sie für die Augen verwenden, aber auch fürs restliche Gesicht. Da muss ich gar nicht lange überlegen und nehme auf jeden Fall eine Palette mit. Ein Pinselset von vorhin ist mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich muss es einfach mitnehmen. Außerdem habe ich so schöne Lippenprodukte für Weihnachten und Silvester gefunden. Einmal diesen Lipgloss hier von NARS. Ich meine, schaut euch mal an, wie der glitzert. Den musste ich einfach mitnehmen. Dann habe ich noch eine Lippenpflege gefunden, die ich mal ausprobieren will. Und dann habe ich auch noch einen absolut geilen Lipgloss gefunden von Anastasia Beverly Hills, der einfach komplett in Gold ist, Leute. Mich haben aber auch noch ganz viele andere Sachen gerade angesprochen. Ich zeige euch dann später, was ich mir alles genau gekauft habe. Jetzt gehe ich noch geschwind zum Starbucks. Da gibt es jetzt endlich wieder Lebkuchenlatte. Und dann muss ich mich auch schon wieder beeilen, nach Hause zu kommen, weil ich jetzt super lange in der Stadt gebraucht habe. Bei Starbucks habe ich jetzt gerade noch einen richtig süßen Becher gefunden und den musste ich natürlich mitnehmen. Da konnte ich nicht widerstehen. Ich bin einfach richtig kaufsüchtig, aber schaut euch mal den Becher an. Hättet ihr den auch mitgenommen?
ich bin wieder zu Hause und ich habe wirklich in der Stadt alles gefunden, was ich gesucht habe und vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr. Ich war nämlich einfach 3 Stunden lang im Douglas und ich habe wirklich gefühlt den halben Laden leer gekauft. Eigentlich wollte ich ja heute auch schon anfangen, die ganzen Türchen einzupacken, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv mehr und mache das deshalb morgen. Was ich auf jeden Fall morgen machen werde, ist anfangen, die ganzen einzelnen Türchen einzupacken. Deshalb sehen wir uns morgen. Gestern war ich am Depot und habe dort einiges gekauft, zum Beispiel 4 verschiedene Geschenkpapiere und zwar ein beiges mit goldenen Flecken drauf, ein beiges mit goldenen Sternen drauf, dann nochmal das gleiche in dunkelblau-grau mit goldenen Sternen und dann nochmal ein dunkelblaues mit goldenen Tupfen. Außerdem habe ich mir noch ein paar Geschenkbänder gekauft und zwar sind die alle in Gold und Weiß. Und damit werde ich dann die einzelnen Geschenktürchen sozusagen verzieren. Dann habe ich mir auch noch eine dickere Schnur gekauft. Da werde ich dann alles dranhängen. Und dann habe ich mir auch noch hier so ein paar Geschenkanhänger geholt. Und dann werde ich die am Ende an die Geschenkchen dranhängen. Und eigentlich wollte ich auch nur wenige Sachen im Douglas kaufen, weil ich schon so super viel bestellt habe. Aber ja, ich muss gestehen, es ist wieder dezent gestern eskaliert und ich habe jetzt gefühlt Produkte für 50 Türchen und bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht wirklich einfach einen Adventskalender mache mit so vielen Türchen, wie ich Produkte habe. Und wenn ihr Bock habt auf eine Art Adventskalender-Videotagebuch, dann könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich kann auch einfach einmal die Woche 7 Türchen für euch abfilmen und euch zeigen, was in jedem Türchen drin war. Und das Wichtigste ist natürlich, euch auch zeigen, wie die Produkte sind und die dann nochmal verwenden. Also wenn ihr auf sowas Bock hättet, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Guten Morgen, Leute. Meine ganzen Sachen, die ich bestellt habe, sind jetzt heute angekommen und ich zeige euch mal, was ich mir alles bestellt habe. Mein ganzes Zimmer sieht gerade einfach aus wie eine Lagerhalle, weil ich mir so viele Sachen für den Adventskalender gekauft habe. Es ist wirklich unglaublich. Und bevor ich die ganzen Sachen in den Adventskalender reinmachen kann, muss ich natürlich hier erstmal die ganzen Pakete, die hier um mich herum versammelt sind, auspacken. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich habe eine Riesenbestellung bei Charlotte Tilbury gemacht. Ich habe auch super viel bei Morphe bestellt. Das hier ist das Morphe-Paket. Hier habe ich noch 2 Douglas-Tüten. Und dann habe ich hier auch noch ein kleines Paket von Kiko. Weil ich mir wirklich super, super viel bei Charlotte Tilbury bestellt habe, habe ich euch zu den ganzen Produkten hier nochmal ein extra Unboxing-Video gedreht. Da gehe ich auch nochmal auf alle Produkte ein und zeige die Farben genauer. Dazu habe ich jetzt in dem Video nicht so viel Zeit. Ich verlinke euch mal das Video hier oben und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, alles direkt einzupacken und ich erzähle euch währenddessen ein bisschen was zu den einzelnen Produkten. Ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, wirklich alle Produkte, die ich mir bestellt habe, auf den Tisch auszubreiten, dass ich eine ungefähre Vorstellung habe, wie viele Produkte es insgesamt sind, weil ich mir gar nicht so genau sicher bin, wie viel ich mir bestellt habe. Und ich hoffe, wenn ich das jetzt gleich alles ausgepackt habe, dass ich irgendwie eine Ahnung habe, in welches Türchen ich welches Produkt genau reinmachen will. Wobei es vielleicht auch eine echt coole Idee wäre, wenn ich alles erst einpacke und dann sozusagen die Nummern dran mache, dass ich gar nicht selber weiß, was wo drin ist. Dann wäre der Überraschungseffekt vielleicht ein bisschen größer, wenn ich das nachher alles auspacke. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann ich diese ganzen Produkte überhaupt benutzen soll. Ich brauche, glaube ich, gefühlt 5 Läden, um das alles leer zu bekommen. Es kommt auch schon das letzte Paket, was ich ausräume. Das ist das Kiko-Paket und es ist so ein Beutelchen mit 3 verschiedenen Produkten drin. Ich habe schon überlegt, ob ich das ganze Beutelchen als ein Türchen sozusagen mache oder ob ich es aufteile. Das werde ich jetzt gleich mal herausfinden, wenn ich weiß, wie viele Produkte ich überhaupt insgesamt habe. Hier habt ihr jetzt erstmal eine Übersicht von den ganzen Produkten, die ich mir gekauft und bestellt habe. Ein paar Produkte habe ich auch geschenkt bekommen, aber den Großteil habe ich mir selber gekauft. Einige von den Produkten würde ich am liebsten direkt jetzt aufmachen und testen. Aber ich werde wirklich alles einpacken und mal schauen, wie viele Adventskalendertürchen ich am Ende dann haben werde. Und jetzt muss ich erstmal alles einpacken. Und ehrlich gesagt, Leute, habe ich schon etwas Bammel, weil ich keine Ahnung habe, wie lange ich für alle diese Pakete
brauchen werde. Ich muss die Päckchen ja nicht nur einpacken, sondern ich mache ja auch um jedes Päckchen am Ende noch Geschenkband drum. Dann muss ich ja auch noch die Geschenkanhänger mit den Türchen beschriften und am Ende noch alles aufhängen. Bis hierher habe ich jetzt schon über 4 Stunden eingepackt und das ist mein aktueller Stand. Wir haben jetzt schon einfach den nächsten Tag. Ich habe heute Morgen alles fertig eingepackt und jetzt starte ich direkt mal mit dem Verzieren und mache an jedes Päckchen ein Geschenkband dran. Es sind einfach so unglaublich viele Päckchen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob meine Geschenkbänder reichen werden. Was denkt ihr, wie viele Päckchen es insgesamt sind? Ratet mal bitte in den Kommentaren. Ich bin gespannt, ob einer von euch darauf kommt. Normalerweise packe ich ja wirklich gerne Geschenke ein, aber bei der Masse habe ich so langsam einfach keine Nerven mehr für den Adventskalender. Deshalb höre ich für heute auf und mache dann morgen in Ruhe weiter. So Leute, wir kommen jetzt endlich zum letzten Schritt von meinem Adventskalender. Und zwar habe ich hier einige Nummernschildchen gekauft, die ich jetzt gleich beschriften werde. Ich habe vom letzten Jahr natürlich noch einige Nummernschildchen, die gehen aber nur bis 25. Das heißt, die anderen Nummernschildchen für die fehlenden Türchen, die werde ich jetzt eben gleich noch basteln. Der Adventskalender ist wirklich so ein Mammutprojekt und ich habe nicht erwartet, dass ich so extrem lang brauche, um das alles fertig zu bekommen. Wir haben heute einfach schon den 30. November und ich wollte euch eigentlich das Video zum Adventskalender schon längst hochgeladen haben. Ich dachte auch, dass ich das wirklich easy hinbekomme, aber jetzt ist meine Hoffnung einfach nur doch, dass ich überhaupt bis morgen fertig werde mit dem Adventskalender. Ich habe jetzt in Hochgeschwindigkeit die ganzen Nummernschildchen fertig gemacht und jetzt kann ich endlich damit anfangen, den Adventskalender aufzuhängen. Beim Aufhängen kommt jetzt die Schnur zum Einsatz, die ich im Depot gekauft habe. Die Schnur habe ich jetzt dreimal gespannt, weil ich ja super viele Geschenke habe und auch viele davon sehr schwer sind. Bei meinem Adventskalender letztes Jahr habe ich nämlich die Schnur nur einmal genommen und sie ist mir fast von der Wand gefallen. Ich habe die Schnur jetzt auch extra so über meinem Spiegel gespannt, dass ich die schweren Pakete auf dem Spiegel abstützen kann. Zum Abschluss mache ich noch die ganzen Nummernschildchen an die Pakete. Um das Ganze noch ein bisschen weihnachtlicher zu gestalten, habe ich jetzt meinen Adventskalender noch mit einer Lichterkette geschmückt. Und das hier ist das Endergebnis. Sagt mir mal, ob euch der Adventskalender gefällt und ob ihr Lust auf mehr DIY-Videos von mir habt. In den nächsten Wochen packe ich natürlich jedes Türchen mit euch gemeinsam aus und werde die Produkte für euch testen und bewerten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert mich und vergesst auch nicht, die Glocke einzuschalten.